Hey na, was geht? Willkommen zurück hier bei Remnant 2. Yes, yes, ja. Vorneweg, wenn dir das Video gefällt, hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Würde mich sehr freuen. Kannst du natürlich ganz zum Schluss in Ruhe machen. Wir sind in der Station erstmal wieder. Hier ist scheiß Wetter. Und ich wollte mal mit Bo quatschen und ihn sagen, yo, dein Mädel kommt nicht zurück. Hey, Fremdling, wie läuft's? Nun, gut. Viel Glück. Okay, das interessiert die gar nicht. Freunde, wisst ihr, was mich... Hey, haben wir die Kiste nicht schon geöffnet gehabt? Warte mal, ist das der Code? Nee. Ich hab hier noch einen stehen. 0415. Der Frachtraum war hier hinten, oder? Hä? Da waren wir doch schon. Ist das durch den Patch? Das Game wurde ja ein paar Mal gepatcht. Guck mal, die Türen sind ja alle offen. Weird. Alright, Freunde. Ja, ich überlege, bringt das was, wenn wir jetzt unsere Waffen aufwerten? Ich meine, da ist Power Level 13, wir sind 12. Wir haben auch so ziemlich unsere Vorräte. Wir können noch kurz mit unserer Freundin quatschen. Hey du, lange nicht gesehen. Klar. Alles klar. Wir hatten ja schon mal das Thema, dass Schwachstellen Fernschaden wird um 25% erhöht. Fernschaden wird um 15% verringert, wenn eine Schwachstelle verfehlt wurde. Das ist interessant. Nahkampftreffer erhalten 1,5% verursachten Basis. Ist mir zu kompliziert. Erhöht Ausdauerregeneration um 25% und verringert Ausdauerkosten um 50%. Versuch mich jederzeit. Du weißt ja, wo du mich findest. Achso, und dann können wir noch kurz gucken, was es für Mods gibt. Und dann würde ich sagen, jo. Gehen wir in die alternative Version der Erde anscheinend. Du, schon wieder. Was brauchst du? Supernova. Schaden 80, Magazin 1.
die eine hüpfende Energiescheibe abfeuert. Feuert eine hyperaufgeladene weite Linie ab, die durch Ziele hindurchgeht. Projektile kehren bei einem Treffer oder bei maximaler Reichweite zurück. Nachladen stellt Projektile wieder her. Unendlich Munition kann überhitzen. Astralausbruch. Hier ist der Herzsamen, den wir bekommen haben. Feuert ein Projektil ab, das sich an den Gegner heftet und 40 Schaden verursacht. Wow. Gegner innerhalb von 7 Meter werden nach Aufprall an das Primärziel gebunden und teilen 60% des Schadens. 40 Schaden nur? Das ist ja nix. Mach dich vom Acker, Fremdling. Ich hab zu tun. Mach dich vom Acker. Ich rette hier die Welt. Mach dich vom Acker. Mach dich vom Acker, Motherfucker. Alright. Holy shit! Tja, und jetzt? Quelle finden. Das sieht aus wie die Erde, aber irgendwie noch schlimmer. Sehr unangenehm hier, Freunde. Sehr unangenehm. Okay. Sehr unangenehm hier.
Bro! Chill mal dein Leben, Alter! Das sieht nicht gut aus! Ich meine, wir machen genügend Schaden, aber... Alle Taschen voll. Ich bin im Boden gespawnt, Mama. Checkpoint. Was? Dreht er denn so durch, Alter? Ich meine, seien wir mal ehrlich, hier passiert auch nicht gerade mehr Scheiße als die ganze Zeit davor. Davon habe ich genug. Das sieht doch gut aus. Mitschwingendes Herz. Bei Verwendung werden 50% der maximalen Gesundheit über einen Zeitraum von 5 Sekunden wiederhergestellt. Überheilte Gesundheit wird verdoppelt und in den nächsten 20 Sekunden als Heilung über Zeit gewährt. Das ist gut. Geknackter Fernschaden, geknackter Rückstoß, geknackter Feuerrate.
Drone. Muss doch was kosten. Feuerrad im Fernkampf. Fernschaden. Na! Bro. Ja, komm, wir nehmen den Rückstoß. Komm. Arschloch. Da oben habe ich was Lilanes gesehen, was hoffentlich kein scheiß Ring ist. Aber seien wir mal ehrlich, es wird ein Ring sein, ha? Ich glaube, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das habe ich als Kind immer nicht verstanden, den Spruch. Ich war halt nie in der Kirche. Kirche. Deswegen habe ich immer gedacht, die sagen, es ist so sicher wie Arme in der Kirche. Und war immer völlig verwundert. Warum denn Arme unbedingt jetzt in der Kirche rumhängen? Ein Erntestein. Endlich mal ein Ring. Nachdem ein Elementar-Status-Effekt vom Träger... Ja. Nummer, da war... Ausdauerkosten. Müssen wir bei einem Boss dran denken. Aber es ist interessant, die hinterlassen hier gar nicht diese komischen Wolken, sondern die hinterlassen diese, was so aussieht wie so ein roter Glitch-Effekt. Weird. So, ich
würde aber kurz nochmal rasten. Ich weiß immer noch nicht, warum er so durchgedreht ist und meint, was? No chance in hell. Ich habe immer noch nicht irgendwas gesehen, wo ich sage, okay, das ist viel krasser als alles, was wir bis jetzt gesehen haben. Nice, gut. Wir werden jetzt Vampir und Erholung so ein bisschen simultan hochskillen. Obwohl ich gerade überlegt habe, nee, das machen wir nicht. Wir machen alles jetzt auf Vampir, denn für die Ausdauerregeneration haben wir jetzt noch ein Amulett. Ja, ist cool. Mist, Mist, Mist! Das reicht erstmal. Handhabung, ja? Oh, fucking hell. Das ist gemein, dass es so spät kommt. Ich glaube, wir haben sowieso kaum Waffenstreuung durch unsere Perks, die wir in unseren Klassen drin haben. Trotzdem ist natürlich krass, ne?
Wenn wir das jetzt noch hochballern würden, zusätzlich. Das wäre schon krass. Ganz kurz. Wo geht's denn hier? Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht mit so vielen Gegnern jetzt gerechnet gehabt. Ich habe eher damit gerechnet gehabt, dass wir so irgendeinen Altbekannten treffen. Entweder den Drachen oder den Baum aus dem ersten Teil. Das wäre krass. Aber ich denke mal, die existieren halt nicht mehr. Oh shit, Leute. Seht ihr, wo wir sind? Das ist die Station. Henkelkreuz der Macht. Der Gesamtschaden wird um 15% erhöht. Das Verwenden eines Relikts verdoppelt den Bonus für 15 Sekunden. Einfach 15% mehr Schaden. Bro, was? Ja. Das ist die Station. Hier ist quasi der Punkt, wo normalerweise, unser Kristall steht jetzt auf dem Innenhof. Weird, Alter. Ich kann nichts mehr tragen. Ich kann nichts mehr tragen. Das ist der Weg, den wir sogar... Oder? Ist das der Weg, den wir ganz am Anfang gekommen sind? Hat übertrieben abgelenkt vom Handy gewesen. Das war übel. Das war wirklich übel. Glutring des Sterbens.
Erhalte 5% des im Nahkampf verursachten Basisschadens als Lebensraub. Bro. Wie es hier weitergeht, kannst du sehen. Wo fragst du? Das ist eine gute Frage. In der nächsten Folge von Remnant 2 bei mir auf dem Kanal. Ich bin auch wieder dabei. Versprochen. Hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Dir noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Haus rein. Bye bye.